Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier zum Hof Bergmann. Wie ihr seht, wir sind in den letzten Zügen, das Feld 1 zu bearbeiten und zwar genauer zu pflügen oder beziehungsweise zu Ende zu pflügen. Das haben wir so gut wie erledigt. Wir müssen jetzt nur noch mal kurz die Randpartien erledigen und ansonsten ist dieses Feld fertig für das Düngen. Ja, es lief besser als gedacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja dieses Schätzchen hier gefunden in einer Scheune. So mussten wir uns keins kaufen, keinen Pflug. Das ist doch auch eine tolle Sache. Und vor allen Dingen das Beste ist, es hat funktioniert. Ne? Es hat wirklich funktioniert. Wir haben hier keine Probleme gehabt mit dem Pflug. Der war kompatibel und müsste 3,50 Meter haben. Und das hat auch echt super geklappt. Da kann man gar nichts sagen. Ne? Ja, das hat uns natürlich jetzt richtig viel gebracht, weil wir damit Geld gespart haben. Ne? Für einen teuren Flug, den wir sonst kaufen hätten müssen, was modernes irgendwie. Oder man hätte was mieten müssen für doch den ein oder anderen Euro. Nun ja, hin wie her, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns eigentlich was zum Düngen suchen. Da ist jetzt die Frage Feststoffdünger oder Flüssigdünger. Da müsste man einfach mal schauen, was verfügbar ist. Ich denke mal, da werden wir wohl nicht so erfolgreich sein, denn so gebrauchte Geräte in der Richtung könnte schwierig werden. Müssen wir einfach mal gucken, was der Händler uns vielleicht zu bieten hat. Ansonsten müssen wir uns halt was borgen, also sprich mieten, das wäre ja auch eine Alternative. Ja. Dann ist es eben so. So, da fahren wir hier noch den Bereich nochmal. Und dann ist das Feld fertig. Sehr schön. Ja, für alle diejenigen, die es interessiert, wir haben kurz nach 11 haben wir angefangen. Nicht zwar mit einer Stunde oder anderthalb, wie ich wieder mal das gesagt habe. Aber ich hatte ja auch erwähnt, am Ende ist es dann sowieso wieder mehr. Und genauso ist es auch diesmal. Ja. Trotz 3,50 Meter haben wir fast 2 Stunden dafür gebraucht. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen, wenn ich das ohne euch mache und euch am Anfang und am Ende ein bisschen mit reinnehme, so dass ihr das seht, den Fortschritt. Aber hier, ich weiß nicht, ob ihr 4 Folgen lang sehen wollt oder mehr, wie hier gepflügt wird. Es ist nun mal nicht die schönste Aufgabe, aber es muss gemacht werden. Es ist auch nicht die ertragreichste, die paar Prozente, die das bringt. Aber trotzdem, es gehört dazu. Und wir haben jetzt nicht dieses ultimative, reelle Projekt hier. Aber wir versuchen doch irgendwie, es im Rahmen zu halten. So, jetzt werden wir den zurückbringen zum Hof. Und ich glaube, bei dem Regen werden wir nochmal eine Partie am Hof machen. Irgendwie eine kleine. Was wir natürlich auch machen könnten, wir haben ja Kompost. Wir bräuchten gar keinen Dünger. Aha. Wir können mal schauen, ob der Kompost schon fertig ist. Wenn der Kompost nicht fertig ist, dann machen wir ein bisschen was am Hof noch. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Bis der Kompost fertig ist, dann können wir mit dem Kompost düngen. Da sparen wir wieder eine Runde Geld. Das ist doch eine nette Idee, fällt mir gerade so ein. Da habe ich gerade noch so dran gedacht. So, wenn wir hier eigentlich das alles für das Feld haben, dann wäre es sinnvoll, wenn wir das vielleicht hier mit abstellen, oder? Vielleicht. Wir können sie erstmal hier abstellen. Und dann schauen wir mal. So, einmal senken. Einmal abkoppeln. Jawohl. Mal das hier weg. Oh, hier hat ein bisschen zu tun. Okay. Na. So. Dass man hier den Einfahrtsbereich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so prickelnd aussieht, wenn das hier alles so. Oh, hier ist aber schön verteilt. Ist das schön so? Ich glaube nicht, ne? Naja.
So. Machen wir es mal so. Was soll's. Okay, wir gehen mal nach dem Kompost schauen. So langsam macht unser Hof ja Fortschritte, sage ich mal, dass man wieder reingucken kann. Und ja, werden wir einfach mal schauen, ne? Wie wir das da so handhaben wollen. Wir können natürlich auch diese kleine hier nutzen. Ist die unser Eigentum? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da könnte man natürlich auch mal Kühe, bevor wir den Stall da oben fertig haben. Wäre eine Idee, ne? Aber ich glaube, bis dahin müssen wir erstmal noch ein bisschen nach dem Recht hinschauen. So, dann schauen wir mal hier. Was sagt es denn? So, 52%. Na, das ist doch schön. Ja, also zu dem Feld 1 nochmal. Das Pflügen habe ich mit dem Helfer gemacht. Ich habe nebenbei nichts anderes gemacht, aber ich habe es laufen lassen, die Zeit. Sogar hatte ich Zeit privat für etwas anderes. Nur mal so als Nebenbei-Info. Und das Geld habe ich mir für den Helfer zurückerstattet. Ja, wir haben das also selber in Handarbeit gemacht. Auch wenn der Helfer es einfach nur hin und her gefahren hat. Ja. Der ein oder andere hat es sicherlich gesehen an den Kanten. Was übrig geblieben ist, das ist eine typische Helferspur. Ich wollte es bloß nochmal erwähnt haben. Ja. So, wir können natürlich auch, es regnet zwar, aber das sollte dem eigentlich hier nicht abgängig sein. Das Umfüllen. Aha. Wie sieht es eigentlich hier aus mit... Oh, das ist aber okay. Das ist okay, da ist noch ein bisschen was drin. Gut. Da hätten wir nämlich noch ein paar Liter. Na? Aber auf alle Fälle brauchen wir halt ein Streugerät, was das ausbringen kann. Und da müssen wir dann irgendwann mal demnächst beim Händler vorbeischauen, wenn der Kompost fertig ist. Und dann geht's los. Unterdessen würde ich sagen, wir schauen hier einfach nochmal auf unseren Hof vorbei. Und ja, vielleicht machen wir noch das ein oder andere Holzstämmchen, damit ein bisschen Geld reinkommt. Was soll der Geiz? Geld kann nicht schaden. Dann könnten wir vielleicht die Überladeschnecke auch kaufen, ne? Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Oder wir heben sie uns als Reserve auf. Wie auch immer. Unsere Zinsen sind ja automatisch abgebucht worden. Das hat zumindest schon mal funktioniert. So, haben wir das? Jawohl. Kriegen wir den hin hier? Bisschen groß, das gute Stück. Hm. So. Na, mal gucken, was er macht hier. Ah, das ist ein ganz schöner Koloss, den wir hinten drin haben. Wir haben auch spätestens an der Einfahrt verlieren, jawohl. Ist das von der anderen Seite besser? Wir probieren es mal von der anderen Seite. Das ist zwar kein schlechtes Gerät hier, aber irgendwie fehlt ihm noch so ein bisschen der geschmeidige Touch, sag ich mal. Na? So, hier macht das besser zu. Okay, dann mal anheben. Mal sehen, was er sagt. So. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus, oder? Ist gerade Unruhe. Naja, wir sind ja alleine hier auf der Straße. Aua. 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 Na gut. Ja, ich hatte mir das nochmal nämlich überlegt, denn wenn wir jetzt hier eine Firma oder irgendwas kommen lassen, die wollen ja auch einen ganzen Backen Geld haben. Natürlich wäre es mit einmal erledigt, ne? Aber wir hätten ja dann das Problem, dass wir... Na, jetzt verlieren wir es langsam. Dass wir natürlich sehr viel Geld abgeben müssen und das ist eigentlich nicht so in unserem Interesse. Wenn solange hier sowieso keiner kommt und langfährt hier, warum auch immer, soll es doch an uns nicht liegen, oder?
dass wir selber wegfahren. Zumal wir jetzt bei dem Regen sowieso nichts anderes zu tun haben. So. Na, das will er nicht so. Mach das mal hoch. Das ist nicht ganz so schön. Hm. Ah, ein kleines bisschen. Störrig das gute Gerät. So ja nicht schlecht. Ja. Aber für unsere Zwecke reicht es. Wir haben ja Zeit, mehr oder weniger. Ich kann mal wissen, warum das sich dann an der Straße mit dem Baumstamm immer aufhängt. Ne? Ist schon das zweite oder dritte Mal passiert. Und ich denke, der Baumstamm hier bringt uns doch einen ganz guten Ertrag. Ne? Servus. Servus. Ja, Halleluja, oder? Schöne Summe. Ein bisschen Holz. Ganz nette Geschichte. Ja, wen es nochmal interessiert, wir spielen auf, na komm her, auf schwer. Das ist natürlich nicht so einfach, besonders bei unseren Erträgen. Na, wir könnten bedeutend weiter sein, wenn wir da andere Preise hätten. Wir haben ja nur schon etliches eingenommen an Geld, aber wir könnten auch schon den ersten guten Traktor haben oder einen besseren Mähdrescher vielleicht. Na gut, Mähdrescher, das wäre übertrieben. Wenn wir das getrocknete Getreide verkauft haben, dann vielleicht ja. Einen der unteren in der Kategorie wäre schon möglich. Ja. Was ich zum Beispiel nie sehe, irgendwie, dass jemand die Modelle von Sampo Rosenlew verwendet. Ein finnischer Hersteller von Traktoren. Altes Familienunternehmen. Hat seit den 1950er Jahren etwa an die 8.000-9.000 Mähdrescher hergestellt. Sind sehr gute Mähdrescher, absolut im Standard wie die großen auch. Aber man sieht sie hier beim LS eigentlich sehr selten eingesetzt. Ne? Ich habe die ab und zu in der Verwendung, wenn ich oder früher im 17er hatte ich die in der Verwendung. Ich war da immer sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen natürlich, sind es kleine, die haben nicht viel Fläche, das ist ganz klar. Ja, ein Schneidwerk, glaube ich, 4 Meter. Und der Lager, der Korntank war, boah, schieß mich tot, 3.000, 4.000 oder was? 5.000? Aber das reicht völlig zu. Ich arbeite mit ihm sehr gern, der ist zuverlässig, auch als Helfer. Oder beziehungsweise Mithelfer war der immer richtig gut. Ne? Also, wer selber den LS spielt, gibt dem Fahrzeug mal eine Chance. Der Sampo Rosenlew ist wirklich ein netter Mähdrescher. Ja. Das Maisgebiss ist bei dem ein bisschen komisch. Da ist dieses, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt eins gibt. Ein kompatibles. Damals war das immer das von Stark, was man nehmen musste. Das war so ein extra Mod oder irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Hat aber sehr gut funktioniert für Sonnenblumen oder so. Ja, ansonsten. Ich habe das vor einem Jahr auch mal gesehen, dass die da noch einen anderen Mod gemacht haben für den Sampo Rosenlew. Und zwar haben die da einen größeren rausgebracht. Nun weiß ich nicht, ob das die Originalproduktpalette ist von SR. Aber war wieder kleine, ne? Nur etwas aufgeblasener und natürlich größeres Schneidwerk etc. sah richtig gut aus. Auf dem ersten Blick sah es für mich aus, als hätten sie irgendwo ein Modell als Lizenz bekommen. Ich kann es jetzt schwer sagen, von wem. Könnte vielleicht Case gewesen sein. Aber für mich sah es in Ordnung aus. Und ja, wirklich ein sehr netter Mähdrescher, kann man nicht anders sagen. Ja. Ah, du regst mich aber gerade irgendwie ein bisschen auf hier. So.
So, dann können wir ja hier. Jetzt aber Schluss. Das ist, weil es nicht richtig zugeht. Ne? Jetzt gibt's noch. Das ist doch blöd, ist das. Echt. Ist doch total blöd. Warum gibt das dann erst noch, wenn es ausfällt? So. Runter damit. Jetzt sind wir drüber. Jetzt machen wir das hier zu. Und zwar ganz zu. Es macht nie ganz zu. Es ist immer noch zu viel Luft. Ne? Und wenn es wieder rausfällt, dann macht es wieder zu. So, geben wir mal Gas hier. Seht ihr? Und jetzt ist es zu, so wie es sein sollte. Vorsprung. Egal. Servus. Servus. Läuft. Ja, war es eine Kleinigkeit an Geld, aber was soll das Kleinvieh macht auch mit 270 Euro und guter Ertrag. So, und ich glaube, wir sind schon wieder dran an der Zeit. Ich werde mich in der nächsten Runde mal darum kümmern, dass wir einen... einen Mistausbringer uns besorgen und dann werden wir am Hof weitermachen, denn wie gesagt, das Kompost ist noch nicht fertig und von daher müssen wir da noch ein bisschen warten. Kompost können wir nämlich hier verteilen und das ist unser kostenloser Dünger. Ja. Und wenn der fertig ist, werden wir den dann auch wieder umladen, verkaufen etc. und so weiter und so fort. Geld kommt immer rein und am Ende wird das schon alles irgendwie auf dem grünen Zweig hier landen. Schauen wir mal. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.